Hallo, hallo. Ich grüße euch. Herzlich willkommen. So, ein paar Sekunden warten wir noch. So, hallo, hallo. Heute ist wieder ein sehr interessantes Thema, das viele Menschen betrifft. Ja, hallo Jana, hallo Jana. Schön, dass du auch dabei bist. Mach einfach mit. Heute wieder Theorie und Praxis, wie es bei mir üblich ist. Wir reden heute über Augengesundheit. Ja, viele haben Brille, viele haben Probleme mit den Augen und heute bespreche ich die wichtigsten Ursachen dafür und gebe euch wie immer auch sinnvolle Lösungen. Und zwar, wir fangen mal ganz von vorne an. Und zwar mit Wasser. Also Wasser ist das, was praktisch unsere Augenapfel ausmacht. Jeder weiß, dass es circa so runde Form hat. Ich habe hier hinter mir ein paar Bilder aufgezeichnet. Und dieser Augenapfel ist mit so geleeartiger Masse gefüllt, die zu fast 99% aus Wasser besteht. Und deswegen, wenn wir auch Wassermangel haben, wird dieser Augenapfel seine Spannungskraft verlieren und dementsprechend auch unsere Sehschärfe wird sich verändern, weil durch das Augenform, von Form von diesem Augenapfel ist abhängig, wie gut wir in Weite oder in die Nähe sehen können. Und zwar, wir haben auch gewisse Muskulatur dazu, über das erzähle ich später, aber genau diese Muskel auch und die Augenspannung insgesamt führt dazu, dass die Augenapfel oder rund wird oder ein bisschen in die Länge gezogen wird. Und wie gesagt, wenn Wassermangel da ist, dann ist er eher schlapp sozusagen, der wird eher so länglich und dann haben wir auch Probleme in die Weite zu sehen, also wir werden eher kurzsichtig werden und auf Dauer natürlich wird es zu Problemen schon mit der Muskulatur, die das Ganze halten müssen und so kommt es nach und nach zu Disbalance. Welche Wasser wir trinken sollen, also darüber rede ich wieder, immer wieder. Also das muss lebendig sein, sogenannte hexagonale Wasser ist die beste. Und das kann man ganz bequem zu Hause vorbereiten, unterwegs vorbereiten, egal ob ich im Auto bin, im Flugzeug, irgendwo im Ausflug oder in Urlaub. Ich kann mit mir diese Korallmain-Packung mitnehmen, das sind die Korallen Sango und eine mineralische Komposition aus diesen Korallen, die mir hilft, hexagonale Wasser herzustellen, weil Wasser muss bestimmte Qualität haben, damit sie ja auch als Trinkwasser bezeichnet wird. Leitungswasser oder Wasser aus der Flasche leider haben nicht alle diese Parameter und deswegen ist nicht immer geeignet für die Wasserversorgung. Zweite Sache, das ist die Entgiftung. Man weiß aus traditioneller chinesischer Medizin, dass Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, öffnet sich über die Augen. Nieren öffnen sich über die Ohren und so weiter. Also Augen und Leber hängen miteinander. Deswegen alle Probleme auf Leberebene mit Entgiftung, mit Funktionsstörung von Leber, Fettleber, Leberzirrhose werden sich irgendwann auf die Augen auswirken. Die ersten Symptome dabei sind rote Augen, vor allem abends. Also Leber ist nachts aktives Organ. Dafür muss Mensch sich schützen, indem er um 22 Uhr circa schlafen geht, damit Leber wirklich ihre Funktion ausbauen kann und uns gut entgiften kann, auch gewisse Proteine, Eiweiße herstellen kann, die am Tag gebraucht werden. Dafür müssen wir, wie gesagt, schlafen. Und Menschen, die lange nicht schlafen, also spät ins Bett gehen, merken ab gewissem Zeitpunkt, dass die Augen auch rötlich werden. Und das sind schon erste Symptome für die Leberbelastung. Außerdem, Leber hat viele Faktoren, die noch bewältigen muss. Also nicht nur Schlaf stört Leberfunktion, sondern wirklich viele Sachen. Deswegen Leber, Schutz, Entgiftung ist wirklich sehr wichtig. Momentan haben wir auch einen Kurs auf russischer Sprache. Wir retten unsere Leber. Jetzt schon 2 Wochen lang haben wir fast durchgemacht. Gell? Und diesen Kurs biete ich natürlich auch auf deutsche Sprache. Jeder, der mitmachen möchte, bitte gerne kontaktiert mich. Also unterhalb von diesem Video Kontaktformular und einfach privat schreiben.
So, also Entgiftung ist das zweite Schritt, die sehr, sehr wichtig ist, um die Augen zu schützen. Ein dritter Schritt ist Schutz allgemein. Also wir haben hier unter Umständen auch UV-Strahlung, also vor allem in Gebirge oder in Regionen, wo viel Wasser die UV-Strahlung reflektiert, soll man vielleicht auch mal Schutzbrille tragen ab und zu. Also nicht immer, also gewisse UV-Strahlungen sind gut auch, um die Augen zu Netzhaut regenerieren und Augen regenerieren, aber zu viel ist auch nicht gut. Zweitens ist das richtige Lichtverhältnisse, vor allem beim Lesen. Also viele lesen ja in Dunkelheit in so eine gedämpfte Licht, wo die Augen viel, viel Kraft aufwenden müssen, genau gesagt die Muskel viel Kraft aufwenden müssen, um wirklich zu verstehen, was da geschrieben ist, oder Schrift ist zu klein. Also das muss angepasst werden. Auch wie man sitzt beim Lesen, ist es sehr wichtig, woher das Licht fällt. Es ist im Felsjahr oder von vorne, dass er fällt, oder von rechts, von der linken Seite, wenn man Rechtshänder ist. Bei Schreiben, bei Kindern muss man das auch beachten, weil die wirklich in die Schule ganze Zeit in die Bücher starren und dann kommen nach Hause, müssen wieder Hausaufgaben machen, müssen schon wieder in die Bücher starren, dass es mindestens Lichtverhältnisse optimal sind, dass sie sich auch viel bewegen zwischendurch, aufstehen, mal Übungen machen, und auch die Augenübungen, die ich euch zeige, werden auch empfohlen. Und noch ein Problem, das sind die Computer und Fernsehschauen. Also das ist wie bei Kindern, so wie auch bei Erwachsenen. Das ist jetzt auch die Handys gemeint. Also wir starren ganze Zeit dorthin, jetzt auch leider. Aber wie gesagt, es gibt da ein Problem. Wir benötigen für jedes so ein Gerät erstens Blauschirmschutz. Das kann man von bestimmten Geräten schon runterladen. Also bei bestimmten Geräten sind das schon vorinstalliert. Man muss das nur aktivieren, diese Option. Oder bestimmte Programme aus Internet runterladen, damit wirklich Augen da geschützt werden. Und das zweite Problem ist allgemein diese Elektrosmog, okay, diese Strahlungen, die auf uns wirken. Hier hilft wieder unsere Neutronik, darüber rede ich auch fast schon in jedem Video. Das ist so längliche für die Bildschirme, die wirklich vor die Strahlung schützen, also mindestens etwas abfangen können, damit wir nicht so jetzt die Augennetzhaut schädigen. Also hier sehen wir das verschiedene Bildschirme hier aufgezeichnet, wo wir das einfach kleben können. Es ist wirklich so eine Klebeetikett, die man hier so abnimmt und dann auf die Bildschirme platziert, und dann sind wir geschützt. Also das wirklich kostet minimal. Ich könnte praktisch in meine Bio nach oben gehen und da findet ihr Link für die Shop. Da kriegt ihr auch noch 20% auf alle Produkte, die ich zeige. Und schaut, also Produkt heißt Neutronik, und für die Bildschirme braucht man so eine längliche Version. Gut, also das ist sehr, sehr wichtig. Dann sind die Augenmuskeln natürlich, die unter Umständen durch den Stress einfach verkrampfen. Insgesamt haben wir 6 davon, also oben, unten, rechts und links, und die entsprechen diese Bewegungen. Aber Auge hat ja Bewegungen in alle Richtungen, wie ich hier gezeichnet habe. Deswegen haben wir auch noch 2 Schrägmuskeln. Und genau um die geht es. Die spannen sich beim Stress sehr oft an und bleiben in dieser Position. Also die Schrägmuskeln sind dafür zuständig, Augen in die Länge zu ziehen. Also damit wir praktisch in die Nähe sehen können, beim Lesen zum Beispiel oder beim Schauen im Computer oder im Handy. Da werden die Muskeln aktiviert und Auge wird länger. Dazu, dass es noch Stress kommt, dann werden die verkrampft, also sie verstarren in diese Position. Und das ist natürlich schon nicht mehr so gut. Erstens, wie gesagt, wir schauen eh schon so oft in die Nähe wie möglich, also ganze Zeit fast. Und dann kommt noch Stress, und dann haben wir natürlich auch wiederum Hilfe von der Brille. Wir kriegen diese Brille mit Minus, gell? Von minus 1 bis, habe ich gesehen, minus 24. Das ist schon wahnsinnig viel. Also ich habe gar nicht gedacht, dass es wirklich so viel gibt. Die Gläser sind entsprechend so dick. Ja, und das ist natürlich eine, zwar Hilfestellung, also Brille sind Hilfestellung bei diesem Problem. Aber was passiert dabei mit Augenmuskeln? Nichts. Also die werden in dieser Position weiter verbleiben. Deswegen ist das auch bei Brillenträgern so, dass es Sehkraft immer schlechter und schlechter wird. Und hier muss man natürlich auch beachten, dass wenn wir Brillen tragen, also viele Menschen, die Brille tragen, die
ja, also machen keine Bewegung mit den Augen mehr. Also normalerweise, wenn ich schaue, schaue im Büro mit Augen, rechts, links, oben, unten. Und der Mensch, der Brille trägt, der beginnt das alles mit dem Kopf zu machen. Gell? Er aktiviert seine Halsmuskel und bewegt Kopf, aber keine Augen. Und das natürlich verstärkt schon wieder die Problematik. Gell? Deswegen schaut, wie es bei euch aussieht. Schaut es tatsächlich mit den Augen oder dreht sie überall den Kopf hin in die Richtungen? Halsbewegung, wie gesagt, diese überschüssige oder zu viel Halsbewegung kann zu Verspannungen führen. Und das wiederum nicht gut, weil wenn Halsmuskulatur verspannt, ob das hinten ist, ob das jetzt vorne ist, dann stört es auch Blutzufuhr und Blutabfuhr. Weil die Augen müssen auch, oder Gehirn muss unbedingt Sauerstoff kriegen, Nährstoffe kriegen, genauso wie die Augen. Und hier wird das alles gedrosselt durch diese ständige, unnötige Halsbewegungen, Kopfbewegungen mit dem Halsmuskulatur. Also das könnt ihr selber spüren, dass durch das Verspannungen im Nacken oder hier zum Beispiel, diese zwei Muskelkopfwände werden die genannt, werden auch oft verspannt. Und ab und zu passiert es so, dass es nur eine sehr stark eingespannt und andere gedehnt. Dann haben wir Problem, dass der Kopf nicht gerade steht und unsere Augen nicht auf einer Linie sich befinden, sondern der Kopf zum Beispiel ein bisschen so steht, schräg. Und dann haben wir schon, wir können das tatsächlich mit Lineal sogar messen, dann stehen Augen nicht in diese gerade waagerechte Position, sondern so. Ja? Also so eine Position. Und dann verändert sich natürlich auch Muskeltonus. Also die Muskeln werden Augen nicht richtig nach rechts und links bewegen. Das kann man tatsächlich selber vor dem Spiegel sehen, dass wenn wir also nach rechts drehen, weil der normale Mensch, wenn er Auge auf diese Position hat, wird auch die Augenlinse mitgehen auf die parallele Ebene. Bei Menschen, bei denen so ein Kopf ist, wird Auge auch, also Linse nicht parallel gehen, sondern nach oben oder nach unten. Und das ist nicht gut, muss ich sagen. Das, wie gesagt, spannt gewisse Muskel an und dehnt gewisse Muskel auf. Und das ist auf Dauer. So kommt es zu verschiedenen Problemen. Also Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit, das bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt, Sehschärfe wird dadurch sehr stark leiden. Und genau bei diesen Menschen muss ich hier sagen, die müssen aufpassen, die dürfen normale Augengymnastik nicht machen. Die wissen das oft nicht und machen und verstärken nur diese Problematik. Was sie machen müssen, werde ich euch gleich zeigen. Aber zuerst möchte ich noch den vierten Schritt beschreiben, oder fünfte in diesem Fall, ist Ernährung. Also Augen brauchen wie jeder Organ seine bestimmte Nährstoffe. Und hier möchte ich euch wieder auf ein Produkt von Coraclub verweisen, das heißt Visi Prime. Visi Prime, der von allem Omega-3-Fettsäure enthält, und hier ist wichtig von allem diese DHA-Verhältnis. DHA schützt uns von trockenen Augen, von Entzündungen, und also Sehqualität oder Sehschärfe wird auch dadurch unterstützt. Dieses Produkt enthält auch Carotinoide in Form von Lutein und Zeaxanthin. Die werden aus Ringelblumen gewonnen und aus Pfeffer, also die rote Pfeffer, spanische Pfeffer wird es genannt. Und diese Produkte haben sehr, sehr, sehr starke antioxidative Wirkung. Was ich schon gesagt habe, durch das UV-Licht zum Beispiel oder durch Strahlungen allgemein werden Augen beschädigt. Und diese Mittelchen, Auszüge aus den Pflanzen helfen uns, das zu reduzieren, diese Schaden. Also die schützen auch Netzhaut von den Degenerationen. Da drin sind auch Riboflavin, also Vitamin B2 enthaltene, Vitamin E und Zink. Und die sind sehr wichtig, wenn wir Probleme mit Adaption haben, also dunkel, hell auf dunkel, die sogenannte, wie heißt das, Dunkelheitkrankheit oder Nachtblindheit, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Genau, das hilft auch bei diesem Problem. Sehschärfe wird dadurch verbessert, das hilft auch gegen Kurzsichtigkeit und auch Netzhaut wird regeneriert. Also unbedingt schaut auf dieses Produkt, weil das ist tatsächlich Nährstoffe, die unsere Augen sehr braucht und profitiert davon. Okay, jetzt gehen wir zurück zu unseren Muskeln. Also das Erste, was wir machen werden, das ist natürlich Entspannung von unserer Nackenmuskulatur. Hier gibt es eine
einfache Massage, die wir machen können, praktisch mit so einem Griff, Hand auf die Halsmuskel legen und ein bisschen massieren. Wie links, so auch rechts. Das ist, tut ganz, ganz gut und man spürt auch die Menschen, die tatsächlich denken, ach, die sind nicht verspannt, die spüren erst, spätestens erst, dass es hier alles wie Stein ist, steinhart. Genau, und auch hier die obere Trapeziusmuskel kann man ganz, ganz toll erreichen und auch mit diesen massierenden Bewegungen ein bisschen kneten. Man kann auch mit einem Arm das machen oder mit beide, wie es euch bequem ist. Also das muss man unbedingt vor den Übungen machen, damit wieder Blutzirkulation verbessert wird und Sauerstoffversorgung verbessert wird. Genau. Und dann, wie gesagt, zeige ich euch zuerst, was die Menschen machen müssen, bei denen der Kopf ein bisschen schief steht. Ich habe ja gesagt, normale Augengymnastik, bei denen nicht so gut ist. Deswegen müssen die erst sich vorbereiten. Also, wenn bei dir Augen praktisch nicht waagerecht stehen, sondern ein bisschen diagonal, so oder so, man kann übrigens das auch mit diesem Test prüfen. Jetzt schaut es in den Spiegel oder in die Bildschirm und schaut es. Bei mir, wie gesagt, waagerecht. Aber wenn es so steht, also mit Finger kann ich sehen, okay, ein Finger ist höher, andere niedriger, es ist genau die Problem, oder wie gesagt, so. Also bei wem es nicht waagerecht ist, hört jetzt zu, was machen wir? Wir bewegen unsere Augen nicht, wir fixieren einen bestimmten Punkt. Ich werde vorschlagen, dass wir einfach auf die Daumennagel schauen und bewegen unseren Kopf, und zwar in zwei Richtungen, zuerst nach rechts und dann nach links. Augen bleiben auf dem Fingernagel fixiert. Augen bewegen sich nicht. Also machen Sie mit. Daumen strecken, Augen, Daumennagel fixieren mit den Augen und Kopf drehen so weit, bis Ihr Nagel nicht mehr sieht. Dann zurück und dann in andere Richtung. Wieder, bis Ihr Nagel nicht mehr sitzt. Und machen es so fünfmal in jeder Richtung. Machen es langsam. Okay, dann machen wir das gleiche, nur nach oben und unten. Wieder, Augen bleiben unbeweglich und wir bewegen nur Kopf. Und wieder so weit nach oben gehen, bis wir Nagel nicht mehr sehen. Und so weit nach unten gehen, bis wir Nagel nicht mehr sehen. Oder die Halsmuskulatur uns erlaubt. Gell? Weil wie gesagt, bei diesem Problem haben wir oft Verspannungen und das kann auch Kopfbewegung ein bisschen einschränken. Genau, also auch fünfmal. Wenn es euch gelingen hat, dann macht das mindestens eine Woche, wirklich in der Früh und auf Nacht am besten. Und dann erst geht ihr zu Übungen, die ich euch jetzt zeigen werde. Vorher bitte nicht, sonst verstärkt ihr Probleme. So, und jetzt machen wir alle mit, auch die jetzt ganz normale Augenposition haben können, mitmachen. Und zwar, ich zeige euch eine Augengymnastik. Am besten ist die zu machen in der Früh beim Aufsteigen der Sonne, weil Augen sind auch fünf Elementen zugeordnet, und zwar Feuerelement. Und was ist besser als die Sonne, als Feuer vorzustellen? Natürlich, Sonne ist die beste Möglichkeit. Und die aufsteigende Sonne hat noch nicht diese aggressive Kraft, sodass die unsere Augen eher heilt als schädigt. Was machen wir? Am besten einfach rauszugehen auf den Balkon, wenn wir Westseite, also Ostseite haben, ist wunderbar, dann treffen die aufsteigende Sonnenstrahlen genau auf uns zu, oder einfach raus in die Natur, zu Osten sich wenden, zur Sonne sich wenden, machen folgendes, zuerst reiben wir kräftig mit unseren Händen, aktivieren die Energie in unseren Händen, dass es wirklich so heiß wird wie möglich, beim Reiben entsteht gewisse Hitze, es wird so elektromagnetisch aufgeladen. Und dann legen wir unsere Hände auf die Augenapfel und spüren diese Wärme, die Augenmuskel auch entspannen lässt. Augenäpfel wird auch entspannt.
und halten so circa eine Minute. Danach schauen wir wirklich in die Ferne, auf die Sonne kann man ein bisschen schauen oder etwas fixieren, da so weit wie möglich, und machen ganz, ganz schnelle Augenbewegungen, solche Blinzeln, circa 10 Mal. Blinzeln, 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 schnell, 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 schnell. Okay. Das ist die vorbereitende Bewegung. Danach machen wir Folgendes. Wir schauen in die Ferne, fixieren einen bestimmten Punkt. Es kann Baum sein, es kann Nachbarhaus sein, es kann etwas sein, was wirklich weit, weit weg ist. Und dann gehen wir zurück und fixieren unsere wieder Daumennagel. Also wir schauen mal zuerst auf die Ferne, auf einen Baum, der weit weg wächst, oder auf ein Haus. Und dann gehen wir zurück und schauen auf die Daumennagel, die sehr nah vor uns steht. Dann wieder in die Ferne und dann wieder zurück. In die Ferne und wieder zurück. Und so hier und hier machen wir 5 Mal. Insgesamt ist das dann 10. Das ist auch sehr, sehr gute Übung, wenn wir oft an die Computer arbeiten oder oft irgendwelche Bücher lesen oder schreiben müssen. Ab und zu einfach aufstehen, vor dem Fenster zu stehen oder auf den Balkon rauszugehen, eine Möglichkeit gibt es, um diese Übung zu machen. Gut, dann schauen wir zu jeder Seite, nach rechts und links, und zwar ohne den Kopf zu bewegen. Also zuerst schauen wir nach rechts, so weit wie es geht, und dann zurück zu die Mitte und nach links, so weit wie es geht, und dann zurück zu die Mitte. Im Anfang ist diese Übung ein bisschen schwer, vor allem wenn die Augenmuskeln irgendwie verspannt sind oder lang gedehnt wurde. Deswegen nutzen wir wieder unsere Daumen, schauen auf die Nagel und bewegen den Nagel nach rechts mit den Augen zusammen, zu die Mitte zurück und nach links und dann wieder zu die Mitte zurück. Man kann auch 2 Nagel verwenden, wenn es jetzt jemand Probleme mit dem Schulter hat. Rechts und links. Wichtig dabei, Nase oder Kopf bleibt unbeweglich. Gell? Wir bewegen nur Augen. Rechts und links. Rechts und zurück zu die Mitte. Und nach links und zurück zu die Mitte. Wie weit wir gehen? Ja, so weit, bis wir Nagel nicht mehr sehen. Gell? Kopf bleibt, wie gesagt, unbeweglich. Und ihr werdet merken, als öfter ihr diese Übungen macht, desto größer wird eure Sichtfeld, desto weiter könnt ihr eure Nagel, wie gesagt, oder Hand wegdrehen, ohne das Kopf zu bewegen. Also es wird immer größer und größer. Gut. Das gleiche machen wir jetzt hier mit oben und unten, also auf und ab bewegen. Man kann das, wie gesagt, ohne Hand machen, nach oben und unten rollen, oder wer Probleme hat, auch wieder Nagel fixieren und nach oben und unten gehen, ohne Kopf zu bewegen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Kopf unbeweglich bleibt. Macht das wieder 5 Mal ab und auf. So, es muss wirklich sehr, sehr, ihr müsst wirklich sehr, sehr fokussiert sein, ohne dass diese minimale Bewegung wieder mit dem Kopf zu machen. Das ist nicht so leicht, wie man denkt. So, dann machen wir diagonale Bewegung. Ich habe hier aufgezeichnet, dass es wirklich in jeder Richtung geht. Ja? Diagonale Bewegung, das heißt oder so, jeder wählt jetzt seine Richtung auf und macht das 5 Mal. Ich verwende wieder Nagel, fixiere meinen Nagel und dann gehe mit dem von rechten oberen Eck auf die linke untere Eck, diese Bewegung. Wie schnell man geht, das ist euch zu entscheiden, also ihr könnt hier schneller machen oder langsamer machen. So. Und dann tauschen wir und machen wir jetzt auf die andere diagonale Richtung. Ich mache von links oben nach rechts unten. Wichtig wieder, Kopf nicht bewegen. So, wieder 5 Mal. Okay.
Wer spürt, dass jetzt Augen müde werden, es kann, wie gesagt, nach all diesen Übungen passieren oder nach jedem, je nachdem, dann machen wir wieder diese blinzende Bewegungen, schnelle, schnelle Bewegungen mit den Augen, blinzen, 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 oder kurz schließen und Hände drauflegen, so dass zwischen die Übungen auch kleine Entspannung kommt. Das ist von einem in Anfang sind sehr sinnvoll, weil, wie gesagt, wenn es da lange Muskeln schon nicht mehr gearbeitet haben, dann wird es auch spüren, dass da eine gewisse Müdigkeit auftritt. Wie bei jeder Muskel übrigens. Gell? Hoffentlich kriegt sie danach nicht den Muskelkater. Muskelkater am Augen. Aber Wasser trinken mit Coronavirus, das schützt euch von dem Muskelkater. Gut. Dann machen wir kreisende Bewegungen mit dem Auge. Auch wieder Nagel fixieren und machen große Kreis, wie es geht. Und führen Augen mit in eine Richtung. 5 Kreise und dann in die andere Richtung wieder 5 Kreise. Ich mache jetzt so kleine, gell, damit ihr seht, was ich meine. Aber ihr versucht es wirklich groß, so groß wie möglich zu machen. Gell? Also wer Probleme mit Schulter hat, kann es einfach ohne versuchen, so weit wie möglich, aber wieder passt auf, dass Kopf nicht mitgeht. Also ich merke, dass bei mir ab und zu so kleine Mitbewegungen schon zu spüren sind. Das darf nicht sein. Okay, 5 Kreisen rechts und 5 Kreisen links. Danach machen wir 8er Bewegung und zwar liegende 8, also so eine liegende 8. Wir fixieren wieder unsere Daumennagel und machen diese kleinen Bewegungen und führen Augen mit. Dann werden die Bewegungen immer größer, also ich mache so, gell? 8, 8, 8. Dann werden Bewegungen immer größer und größer und ich bewege meinen Kopf nicht, aber Augen gehen mit meinem Nagel. So, immer größer werden. Das übrigens synchronisiert auch unsere rechte und linke Augen und rechte und linke Kopf- oder Gehirnhälfte. Das ist auch sehr, sehr gut, um ja, von Stress auf Entspannung umzuschalten oder von viel ja, so Arbeit mit irgendwelchen Zahlen auf etwas anderes, auf kreatives Arbeit umzuschalten. Das könnt ihr auch machen. Genau, und zum Schluss wieder Hände kräftig, kräftig reiben und wieder zur Entspannung auf die Augen hinlegen. Das kann wirklich eine Minute dauern. Das ist sehr entspannend und sehr angenehm. Und wie, ihr werdet merken, dass Tag für Tag eure Sehkraft wird immer besser. Auch die Brillenträger müsst ihr verstehen, dass ihr auch eure Brille irgendwann wechseln müsst. Gell? Und versucht, wenn ihr diese Übungen macht, so wenig Brille zu tragen wie möglich. Weil das ist, wie gesagt, nur eine Hilfestellung, die wiederum ja, keine also gute Alternative. Nur, wie gesagt, die Sehschärfe wird immer schlechter dadurch. Also mehrere Dioptrien kann man so wieder zurückgewinnen. Also ich verspreche, dass mindestens 2 werden wieder gut werden. Deswegen irgendwann braucht sie überhaupt keine Brille. Das ist auch gut. Aber vergisst auch nicht die Punkte, die ich oben genannt habe. Also wer jetzt noch zu uns zuerst gestoßen ist, dann müsst ihr das nochmal anschauen, dieses Video. Da erzähle ich, was wir alles noch beachten müssen. Okay, gut. Jetzt erwarte ich eure Fragen. Ihr könnt mir das im Kommentarfeld schreiben. Dann bedanke ich mich für eure Mitarbeit, dass ihr da wart, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, dass euch das weiterbringt. Macht das regelmäßig. Man kann auch das abends machen, für diejenigen, die irgendwie ja Sonnenaufgang verpasst haben. Langschläfer. Das ist übrigens auch nicht so gut, gell? Aber wenn es nicht anderes geht, wenn ihr nur abends Zeit habt, dann macht das in voller Dunkelheit, aber zündet eine Kerze an. Und dann fixiert es nicht eure Daumen, sondern die Kerzenlicht und führt sie das auch so, wie wir jetzt gemacht haben. Weil Licht muss sein, also die natürliche Licht am besten. Wenn ihr eine Kerze aus Bienenwachs habt, das ist die optimale Variante, das ist die beste Variante. Dann machst du das mit der Kerze in voller Dunkelheit, das geht dann auch.
aber vergiss nicht immer die Augen zu entspannen oder einfach die Hände drauf zu legen. In Anfang ist das sehr, sehr wichtig. Gut, und die Wiederholungen könnt ihr natürlich auch steigern von 5 auf 7, dann auf 10 und so weiter, so weiter. Und es wird immer besser und besser. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es Fragen doch gewesen sind, dann schreibt es dann danach unterhalb von diesem Video. Ich werde die dann persönlich beantworten, okay? Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao!